Willkommen zurück beim Digitalen Develop Forum 2020. Ich hoffe, Sie haben die Mini-Pause gut genutzt und sind jetzt mit Elan und Engagement dabei bei unserem nächsten Vortrag. Es geht wieder ins Kundenumfeld hinein und wir haben ja gerade von dem Kollegen Schneider etwas über Faxe und rote und blaue Kugelschreiber gehört. Es gibt immer noch Unternehmen, die das zum Beispiel nutzen, um Verträge zu unterzeichnen. Und da denke ich dann immer, warum? Warum sollte man das tun? Wenn wir alles digital machen, warum muss ich dann nur, um einen Vertrag zu unterschreiben, den erst extra wieder ausdrucken, um ihn dann wahrscheinlich hinterher wieder einzuscannen und ins Dokumentenmanagementsystem reinzuschieben? Das geht anders. Wie das geht, davon kann unser nächster Kunde etwas berichten. Ich freue mich jetzt sehr zu erfahren, wie die Watt & Klein Grant Thornton AG oder wie wir sie liebevoll nennen, WKGT, ihre Geschäftsprozesse mit DevelopSign optimieren konnte. Ich freue mich sehr auf den Digital Expert der WKGT, Philipp Wiesauer, und der wird unterstützt von meiner Kollegin Christina Thesing. Ja, hallo und danke, Stefan. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich Christina und das ist Philipp. Das ist richtig. Ich bin Signaturexpertin bei der Develop und freue mich, Ihnen heute einen Einblick in das Thema digitale Signaturen zu geben. Vielmehr freue ich mich aber noch, dass Philipp heute bei uns ist und uns wirklich einen praktischen Einblick gibt, wie man das Thema digitale Signatur in einem Unternehmen umsetzen kann. Philipp, magst du dich gerne kurz vorstellen, klar, dein Unternehmen und vor welchen Herausforderungen ihr standet? Ja, klar, gerne, danke. Ja, mein Name ist Philipp Wiesauer. Ich arbeite bei Watt & Klein Grant Thornton und ich bin sogenannter Digital Expert. Das heißt, ich bin einer unserer Mitarbeiter im Digital Center. Das ist ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung, das die Watt & Klein Grant Thornton 2018 gegründet hat. Und wir haben die Aufgabe, alle unsere extern wirksamen Geschäftsbereiche, welche das sind, gehe ich gleich darauf ein, und auch unsere Querschnittsfunktion bei allen Fragen rund um die Digitalisierung zu unterstützen. Und das ist auch der Punkt, wo wir zu dem Thema digitale Signaturen gekommen sind und wo wir mit der Develop gemeinsam angefangen haben, ein Projekt im letzten Jahr umzusetzen. Und ich möchte Ihnen heute gemeinsam mit der Christina erzählen, wie wir dabei vorgegangen sind, worauf zu achten ist und was es für einen Benefit bringt, digitale Signaturen im Unternehmen und hier in einem ganz spezifischen Use Case einzusetzen. Bevor wir das machen, möchte ich einmal das Ganze, was wir getan haben, in einen Kontext setzen und ein paar Worte zur Watt & Klein Grant Thornton erzählen. Abgesehen davon hätte mich Marketing ohne die Folien einfach nie aus dem Haus gelassen. Das ist ganz klassisch. Watt & Klein Grant Thornton gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Mittelstand. Das heißt, wir sind in der sogenannten Next 10. Das ist die Liga, die sich ein bisschen unter KPMG, Ernst & Youngs und den Deloitte dieser Welt bewegt. Wir haben in Deutschland roundabout 1400 Mitarbeiter, blicken auf eine gut 60-jährige Geschichte zurück und haben ungefähr 10 Standorte von Hamburg im Norden bis München. Einmal quer durch die Republik sind wir sehr gut vertreten. Und wir sind Mitglied im sogenannten Grant Thornton-Netzwerk. Das versetzt uns in die Lage, alle unsere Services in ungefähr 140 Ländern weltweit anbieten zu können. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, auf ca. 56.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit zurückzugreifen, wenn es darum geht, unsere Mandanten national wie international zu unterstützen und zu beraten. Das bringt mich gleich auf das Thema des Service-Portfolios. Ich möchte zur nächsten Folie nur einige wenige der Inhalte, die wir machen, herausstreichen. Ganz einfach, man könnte ganze Tage damit füllen, nur darüber zu sprechen, was wir tun. Bei uns als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist es wirklich noch klassisch. Sie finden bei uns klassische Audit- und Assurance-Leistungen. Das heißt, der Jahresabschlussprüfung, Testdate, Bestätigungsvermerke, Prüfungen werden von uns klassischerweise durchgeführt. Das wird auch der Punkt sein, auf den wir gleich gemeinsam eingehen werden, die Christina und ich, wenn es darum geht, mit digitalen Signaturen im Unternehmen einzusteigen. Selbstverständlich bieten wir auch Beratungsleistungen wie Steuerberatungen, Rechtsberatungen in der eigenen Rechtsanwaltsgesellschaft AG und viele, viele Services aus dem Bereich der Unternehmensberatung, wie beispielsweise Governance, Risk, Compliance und Technology. Das ist nicht nur schwer auszusprechen, sondern hat auch viele Bereiche auch in der Digitalberatung schon mit dabei. Ein Thema, aus dem ich ursprünglicherweise auch gekommen bin. Nebenbei helfen wir auch Unternehmen mit Outsourcing-Dienstleistungen, beispielsweise durch Business Process Solutions. Wenn man sich also die Frage stellt, muss ich meine Steuerdeklaration selber machen, meine Lohnabrechnung oder meine Buchhaltungen, sind auch das Thema, wo wir unsere Mandanten unterstützen. Watt & Klein hat sich zum Ziel gesetzt, zu der führenden, technologisch am Markt tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter den Next 10 zu werden. Und wir haben uns dabei die Frage gestellt, okay,
Wir machen bereits ganz viele Dinge und in Unternehmen und in Prozessen, vor allem Richtung Mandanten, schon bereits sehr, sehr digital. Jetzt nehmen wir uns einen Bereich raus, die Jahresabschlussprüfung, und haben gesagt, okay, wir machen von der Anbahnung des Mandanten über die Prüfung selbst, die Dokumentation, den Berichtsreview, sehr, sehr viel digital. Aber wenn es darum geht, unser eigentliches Produkt, das heißt unseren Abschlussbericht, unseren Bestätigungsvermerk zum Mandanten zu kriegen und auszuliefern, werden wir plötzlich wieder analog. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, wir haben im Jahr ca. 3000 Jahresabschlüsse inklusive Bestätigungsvermerke. Wir drucken im Jahr weit über 13.000 Berichte aus und unterschreiben die. Nicht einmal, sondern zweimal mit links und rechts unterzeichnen. Setzen Sie das einfach mal in den Kontext, was das für ein Unternehmen mit 10 Standorten in Deutschland bedeutet, was da an Logistik dahinter ist. Was heißt das für uns automatisch? Wir haben Medienbrüche. Ich habe einen digitalen Prozess von vorne weg und plötzlich, wenn es um das Produkt geht, das ich ausliefern möchte, bin ich wieder in der analogen Welt. Das heißt für mich, ich habe Probleme mit Remote-Arbeiten. Natürlich ist Homeoffice in Corona-Zeiten für jeden mittlerweile gang und gäbe. Wir haben das aber auch schon die Jahre davor gelebt. Wir sind beim Mandanten, wir sind international tätig. Das heißt, wir sind sowieso nie an einem Ort und trotzdem haben wir es jahrelang tausende und abertausende Berichte ausgedruckt. Gleichzeitig haben wir auch die Herausforderung, es gibt heute schon gesetzliche Anforderungen an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wo wir elektronisch testieren müssen. Für alle Vertreter aus dem Bereich, das sind Themen wie Verpackungsverordnung, EEG, Stromumlage oder Stromkompensationsthemen. Haben wir natürlich auch gemacht. Allerdings nicht so, wie ich es Ihnen gleich vorstellen werde, sondern auch, ich nenne es mal oldschool, altbacken, mit Signaturkarte und einem Lesegerät. Das bringt uns gleichzeitig auch zu dem Thema Fehleranfälligkeit. Ich kann wunderbar meinen analogen Prozess in den digitalen zwar nachschalten, aber neben dem Medienbruch habe ich dann auch Probleme, das Ganze qualitäts zu sichern. Wir haben sehr hohe Compliance-Anforderungen im Wirtschaftsprüfungsbereich. Da ist das für mich natürlich ein Thema, das ich angehen möchte. Und gleichzeitig, ich möchte automatisieren können. Ich habe meinen Prozess, der vorne anfängt, der wunderbar bis zur Erstellung, ja sogar bis zur Berichtslegung gut funktioniert. Und dann habe ich meinen analogen Sprung. Und den wollten wir gemeinsam mit der Develop angehen, was nämlich dann auch dazu führt, dass ich endgültig einen Ende-zu-Ende-Prozess habe und ich auch meine Kunden direkt mit einem digitalen Service versorgen kann. Bart und Kleinglanz Thornton ist gerade dabei, unser neues Mandantenportal, das sogenannte Purple Hub, man erkennt es ein bisschen in unserem CI, aufzubauen. Das heißt, wir sind auch dann in der Lage, den Mandanten in unserem Portal oder per E-Mail oder ins Portal des Mandanten, wenn es eins gibt, das Endprodukt digital und qualifiziert elektronisch signiert zur Verfügung zu stellen. Als wir das Projekt angegangen sind, haben wir uns ein Ziel gesetzt. Wir haben unseren Prozess angeguckt und haben gesagt, wir möchten von der Erstellung über Review und Freigabe, Signatur, Zustellung des Kunden bis hin, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zur complianten Archivierung der Dokumente einen durchgängigen Prozess haben. Jetzt will ich nicht nur den Prozess, der ist da. Ich will ihn in einem System abbilden. Haben wir uns angeguckt. Und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir den Punkt an, der uns momentan noch stört, das ist die Signatur. Das ist das Thema, wo wir aktuell noch analog unterwegs sind. Wichtig für uns als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist, wir können nicht nur irgendwie signieren, wir müssen qualifiziert elektronisch signieren. Und was das bedeutet, werde ich jetzt die Christina erzählen. Genau. An dem Punkt sind Philipp und ich zusammengekommen und ich habe Philipp Develop Sign vorgestellt. Develop Sign ist eine Signatur-App, mit der Sie gesetzeskonform digital unterschreiben können und das zwar direkt aus der Cloud und direkt verfügbar, rechtsgültig, sicher und nutzbar. Wie das Ganze aussieht, habe ich Ihnen in einem kurzen Video mitgebracht, damit Sie auch mal einen Einblick davon bekommen, was die Lösung so kann. Wir sehen hier die Nutzeroberfläche. Sie können entweder per Drag and Drop oder über die Dateiauswahl Dokumente einfach in die Lösung hineinladen, können dann aussuchen, ob Sie selber signieren möchten oder jemanden zum Umlauf einladen möchten. Wenn Sie selber signieren möchten, klicken Sie auf den Stift und können da auswählen, ob Sie qualifiziert, haben wir gerade schon mal gehört, einfach oder fortgeschritten signieren möchten. Alle drei Formen stehen zur Verfügung. Was es damit genau auf sich hat, werde ich kurz im Nachgang noch erklären. Wir haben dann das Dokument, hier die qualifizierte Form ausgewählt, aufgemacht, schauen uns an, wo wirklich unterschrieben werden muss, an welcher Stelle und können dort beliebig das Signierfeld aufziehen. Genau, hier sieht man es auch. Ich kann es dahin ziehen und positionieren, wo ich wirklich möchte. Wenn ich die richtige Position gefunden habe, klicke ich auf den kleinen Haken
und dort wird eine von mir vorher hinterlegte Unterschrift eingeführt. Oder ich kann auch mit dem Touchpen oder der Maus unterschreiben. Hier sieht man jetzt, dass sich die Bundesdruckerei öffnet und ich muss hier zusätzlich einen SMS-TAN eingeben. Das muss ich nur bei der qualifizierten Signatur. Die Bundesdruckerei ist dabei unser Vertrauensdiensteanbieter, wo sogenannte Zertifikate hinterliegen, die im Hintergrund abgerufen werden und prüfen, dass ich wirklich die Person bin, die dort auch unterschreibt. Jetzt sehen wir hier schon, in wenigen Sekunden wurde die Signatur aufgetragen. Wir beenden den Vorgang und haben eine rechtsgültige Signatur erstellt. Wenn wir jetzt zu den Funktionen einmal kommen, mit DevelopSign können Sie PDF- und XML-Dokumente signieren. Sie können selber signieren oder Sie können auch in Unterschriften Umlauf starten an der Stelle. Sie können Unterschriften von Ihren internen Kollegen wie auch von komplett externen einholen und haben natürlich die Möglichkeit von Verwaltungs- und Prüfmechanismen wie auch eine einfache Administration der Lösung. Kommen wir jetzt zu den drei Formen der Signatur. Einfach, fortgeschritten, qualifiziert. Philips hat schon erwähnt und wir haben es auch schon in der Lösung selber gesehen. Was Sie dabei wissen müssen ist, alles drei sind erstmal Signaturen. Und wir haben uns das auch nicht ausgedacht an der Stelle, sondern das sind EU-Gesetzgebungen der eIDAS-Verordnung, die diese drei Signaturen festlegen. Nur die qualifizierte Signatur ist dabei äquivalent einer handschriftlichen Unterschrift und entspricht der Schriftform nach BGB 126. Die einfache und fortgeschrittene Signatur dagegen unterliegen einer sogenannten freien richterlichen Beweiswürdigung. Das heißt für Sie konkret, alles da, wo gesetzlich oder vertraglich die Schriftform gefordert ist, muss qualifiziert signiert werden. Alles andere kann qualifiziert signiert werden in Abwägung von Haftungsrisiken. So viel dazu. Jetzt haben wir in dem Video die Standalone-Applikation gesehen. Das ist das, was Sie bekommen, wenn Sie DevelopSign im Store buchen. Natürlich kann man Standalone benutzen und hat damit eine Möglichkeit, erstmal zu signieren, indem man die Dokumente wirklich hochlädt und nachher wieder runterlädt. Das Ganze ist natürlich auch nahtlos integrierbar, so wie es auch bei Philips nachher umgesetzt werden soll, in Ihren Geschäftsprozessen über unsere offene REST-Schnittstelle. Wir bieten dazu Standard-Schnittstellen unser D3-WON-System, das on-premise und in der Cloud verfügbar ist, in den SharePoint, in Outlook und in Word sind die beiden Schnittstellen aktuell in der Planung bzw. auch schon in der Umsetzung. Wie das Ganze integriert aussieht, da habe ich Ihnen das SharePoint-Beispiel mal mitgebracht, wo die Schnittstelle durch unseren Umsetzungspartner und App-Builder der Maxus ja umgesetzt worden ist. Und da möchte ich Sie einfach mal einladen, kurz zu schauen, wie das Ganze aussieht. Damit euch das nicht passiert, zeige ich euch jetzt, wie wir Dokumente in SharePoint digital unterschreiben. Dafür wählst du einfach die Datei in SharePoint aus und klickst auf Signieren. Jetzt wird der Viewer geöffnet, mit dem du die Unterschrift aufbringen kannst. Du wählst aus, wo du die Unterschrift aufbringen möchtest, und entweder ist es eine maschinengenerierte, die meistens viel besser aussieht als die eigene, oder du unterschreibst halt selbst, wie hier. Danach authentifizierst du dich, um zu bestätigen, dass du auch derjenige bist, der die Unterschrift leistet. Und das war's eigentlich schon. Du siehst unten die Unterschrift und kannst den Viewer verlassen. Im Hintergrund wird jetzt eine neue Datei erzeugt, die den Namen des ursprünglichen Dokuments trägt, mit dem Zusatz Unterstrich signiert. Und diese Datei kannst du dir dann anschauen und siehst auch innerhalb der Datei, wo du die Unterschrift aufgebracht hast. So wie hier. Die App ist im Develop Store verfügbar und kann ab jetzt 30 Tage kostenlos getestet werden. Und wie du entspannt unterschreibst, zeige ich dir jetzt. Guck uns das Dokument an. Klick. Und signiert. Hier ein Beispiel, was wirklich zeigt, wie die Signatur integriert in die Geschäftsprozesse aussehen kann. Philipp, wie seid ihr dann bei euch mit der Implementierung vorgegangen?
Also wir haben uns an einem Fünf-Phasen-Modell orientiert. Das hat jetzt nicht mal nicht den Grund, weil fünf Finger auf der Hand und das so schön zum Zeigen ist, sondern nein, es gibt eine grundlegende Idee, die wir dahinter hatten. Die war natürlich auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, weil du hast gesagt, wir möchten es in unser System integrieren. Ja, wir haben von euch das D3ONE bei uns lokal im Einsatz für ausgewählte Prozesse. Für alle, die das D3ONE nicht kennen, das ist ein sogenanntes Enterprise Content Management System, bietet mir von Archivierung über Dokumentenmanagementsystem, über Workflows sehr, sehr viele Funktionalitäten. Das wird auch das sein, wo wir zukünftig unsere Prozesse für die Jahresabschlussprüfung für die Signatur einbauen werden. Allerdings sind wir da noch nicht so weit. Und auch letztes Jahr, als wir gestartet haben, waren wir noch nicht so weit. Gleichzeitig, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben schon den konkreten Need für ausgewählte Bereiche, wo es letztlich vorgeschrieben ist, elektronisch zu signieren. Darum haben wir uns entschieden, im ersten Schritt erstmal Standalone Develop Sign von Develop einzusetzen. Das hat uns in die Lage versetzt, sehr, sehr schnell rechtsgültig unsere Prüfungsberichte, unsere Bestätigungsvermerke unterschreiben zu können, elektronisch, von überall. Sie haben es im Video gerade gesehen und wenn Sie sich die Frage stellen, ist es wirklich so leicht? Kann ich sagen, ja. Kann ich auch sagen, in der zweiten Phase, in der wir jetzt gerade sind, wir haben sie Early Adopter genannt. Das liegt daran, das sind all jene Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, damit sie eine Zahl im Kopf haben, das sind ca. 30 bis 40 Leute bei uns, die in diesen gesetzlich regulierten Bahnen unterwegs sind und heute schon elektronisch mit dieser Lösung signieren. Das Dokument ist hochgeladen, signiert, runtergeladen und unseren restlichen Prozess integriert in Sekunden. Modulo die Anmeldung bei eurem Vertrauensdienstanbieter im Hintergrund der Bundesdruckerei, die wir in Deutschland hier wählen. Das versetzt uns in die Lage, nach wie vor noch mit der Standalone-Lösung, im nächsten Schritt, das wird Mitte diesen Jahres sein, das Gesamtrollout auf Gesamtaudit zu verbreiten. Wir möchten natürlich die Lösung jetzt nicht nur für den 30 und 40 Kollegen, sondern für alle unsere, ich habe es eingangs erwähnt, roundabout 3000 Prüfungsberichte und damit angehängte Bestätigungsvermerke nutzen, um dann möglichst großen Benefit zu erzeugen. Wir gehen davon aus, dass alleine dieser Schritt, und wenn wir ihn bei einem Großteil unserer Kunden und unserer Prüfungsberichte einsetzen können, eine Kostenreduktion auf zum Teil unter 10% der Originalkosten kriegen. Das ist nur Material, das ist noch nicht Time, das ist noch keine Logistik, weder bei uns intern noch zum Kunden. Einfach nur, was man an Druckkosten spart, was sich an CO2 spare in der Umwelt. Wir reden alle immer von einem grünen Fußabdruck. Hier ist der einfachste Schritt als Unternehmen, um das mal zu machen. Und das versetzt uns gleichzeitig in die Lage, wenn wir so ungefähr ein Drittel unseres Unternehmens, so groß ist der Auditbereich, ausgerollt haben, das gesamte Rollout mit dem D3ONE vorzubereiten. Das heißt, die Integration in das Enterprise Content Management System von euch für unsere Prozesse von der Erstellung bis anschließend zur berufsrechtlich korrekten Archivierung. Und da wollen wir natürlich nicht aufhören, sondern im nächsten Jahr ist geplant, alle diese Themen für die Unterschrift inklusive der Prozesse für das gesamte Unternehmen auszubreiten. Ich habe vorher ein paar Servicebereiche erzählt, das heißt im Steuerbereich, bei der Deklaration können wir es nutzen, im Outsourcing können wir es nutzen, natürlich auch für den Paradebeispiel an Anwendungsfall, den ihr immer gerne bringt, Verträge unterschreiben. Ja, das tun wir auch, wir unterschreiben aber so viel mehr, was zum Mandanten rausgeht, darum haben wir uns sehr, sehr stark auf diese Prozesse konzentriert. Jetzt werden Sie sich die Frage stellen, okay, das mag Sinn machen, was der Herr Wiesauer da sagt. Warum konkret ist jetzt die Wartung Klein Grand Thornton hergegangen und hat das mit der Develop gemeinsam gemacht? Sie werden feststellen, wenn Sie rausgehen auf den Markt, mal recherchieren, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die das machen. Und da sind auch sehr gute dabei. Absolut keine Frage. Für uns war eine Frage sehr entscheidend und wir haben das Wort noch gar nicht erklärt. Wir nutzen hier eine Fernsignatur, also nicht irgendeine elektronische Signatur, sondern eine Fernsignatur. Das heißt, ich brauche kein Gerät mehr irgendwie, wenn eine Signaturkarte ist, ist mein Präsenter, aber einfach nur als Idee. Kein Lesegerät, wo ich einstecken muss. Ich brauche nur mehr mein Handy für die Zwei-Faktor-Authentifizierung und einfach mein Laptop oder das Handy selbst, um zu signieren. Und dann ist man automatisch immer in dem System. Ich habe zwei Dienstleister, mit denen ich plötzlich arbeite. Ihr, unser Partner direkt, der Develop, und irgendwo im Hintergrund ein zertifizierter, nach EIDAS-Verordnung akkreditierter Vertrauensdiensteanbieter. Und die Develop arbeitet hier gemeinsam mit der Bundesdruckerei. Und die Bundesdruckerei hat den Charme, wir brauchen drei Sachen von denen. Zwar noch nicht jetzt, aber wahrscheinlich perspektivisch. Nummer eins, das haben wir jetzt, qualifizierte elektronische Signaturen. Nummer zwei, die D-Trust, das ist die Tochter der Bundesdruckerei, die das macht, ist auch in der Lage, Zeitstempel zu machen. Das könnte für uns bei der Notarfunktion sehr interessant sein. Und selbstverständlich Siegel. Jeder, der schon mal einen WP-Bericht gesehen hat,
Viele davon sind gesiegelt. Das heißt, wir müssten zukünftig eventuell auch mal in der Lage sein, qualifiziert elektronisch zu siegeln. All diese drei Themen kann die Bundesdruckerei abbilden. Gleichzeitig ist das Thema Sicherheit für uns als WP, es wird niemanden von Ihnen überraschen, ein sehr, sehr großes Thema. Das hat die Bundesdruckerei perfekt im Griff, glaubt jeder, allerdings auch die Develop. Develop hat uns das nicht nur auf dem Papier gezeigt, sondern auch eindrücklich demonstrieren können, warum unsere Daten bei Ihnen sicher sind, verschlüsselt und auch kein Develop-Mitarbeiter einfach so darauf zugreifen kann. Das ist für uns als sogenannte Berufsgeheimnisträger ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, was mich zum letzten Punkt führt. Jeder Dienstleister auf der Welt freut sich immer, wenn eine WP bei ihm anklopft und sagt, hey, ich würde gerne mit euch was machen. Aber übrigens, ich bin Berufsgeheimnisträger. Hier ist das, was die WPO uns vorschreibt, das müsst ihr auch machen. Ihr müsst dem genauso unterliegen wie wir, weil ihr eventuell Zugriff auf unsere Daten habt. Und im gesamten Prozess mit der Develop war es niemals ein Thema, dass die Develop und auch eure Dienstleister, ihr habt ja auch noch was im Hintergrund laufen, diese einhalten. Und das ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Kriterium. Weil wenn ich einen Partner habe, der zwar wahnsinnig gut ist, aber sich daran nicht halten kann, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Apropos Gewinn. Ich möchte Ihnen zum Abschluss von dem, was ich zu der digitalen Signatur erzähle, noch 5 Tipps mitgeben. Sie sehen, die 5 wiederholt sich doch ein Stück weit. Was aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig ist, wenn ich die digitalen Signaturen jetzt mal unabhängig von welchem Umfeld im Unternehmen einsetzen will. Achten Sie darauf, welches Leistungsspektrum Ihr Dienstleister, Ihr Partner, für den Sie sich entscheiden, hat, um die Signatur umzusetzen. Es gibt auch in Deutschland Anbieter, die haben keine qualifizierte elektronische Signatur im Hintergrund. Und du hast das sehr anschaulich erklärt, das ist das Einzige, was von der EU-Verordnung anerkannt wird, als Pendant zu einer handschriftlichen Unterschrift. Gucken Sie sich ganz genau an, wo die Daten gespeichert werden. Das war bei euch sehr einfach, es war nie eine Frage, es ist Deutschland und nur Deutschland und es ist eine Software made in Germany. Das ist natürlich für unsere Entscheider, für unseren Vorstand eine sehr einfache Sache, da drauf zu gucken und ihr konntet das auch nachweisen. Ihr habt uns Auditrechte eingeführt, alles das, was eine WP glücklich macht im Prinzip. Wir hatten vorher einen sehr, sehr guten Vortrag von Herrn Schneider. Der ist überhaupt darauf eingegangen, wie wichtig es ist, den Menschen mitzunehmen. Ich will mich nicht wiederholen, das hat der Kollege wunderbar vorgetragen. Ich möchte einfach nur sagen, schauen Sie, dass Sie eine Anwendung finden, die einfach zu bedienen und benutzerfreundlich ist. Wir haben es jetzt in der Early Adopter Phase gesehen, wie wichtig das ist. Unsere Kollegen sind Fachexperten auf ihrem Gebiet, aber nicht in der IT. Das sind Leute wie wir. Für uns ist das selbstverständlich. Wir haben deswegen auch frühzeitig schon unsere eigentlichen Endkunden mitten in den Auswahlprozess genommen. Und in der Early Adopter Phase haben wir gesehen, wie wichtig es ist, ein einfach zu bedienendes System zu haben. Gucken Sie drauf, ob ich unbedingt zusätzliche Hardware brauche. Und da rede ich jetzt nicht von der Hardware im Serverraum oder bei Ihnen beim Hosting-Dienstleister. Das ist kein Problem. Das können Ihre Profis regeln. Wo Sie es aber nicht haben, sind Ihre Endanwender. Suchen Sie sich eine Lösung, die von den Endanwendern, das geht super in Punkt 3 mit zusammen, keiner zusätzliche Hardware braucht, keine Geräte, nichts, was ich mitschleppen muss auf Dienstreisen. Und zu guter Letzt, ich gehe wieder auf die Anwender ein, weil aus dem Blickwinkel komme ich, das Thema Digitalisierung ist nicht nur wegen Corona, sondern einfach auch das Thema der Zeit. Das heißt aber für unsere Endanwender, sie werden nahezu bombardiert mit neuen Systemen, mit neuen Prozessen, neuen Abläufen, die auf sie eingehen. Und umso schöner ist es für den Endanwender, weil er einen integrierten, nahtlosen Prozess hat, so wie wir ihn gemeinsam mit eurem D3ONE bauen. Achten Sie darauf, gute Systeme zu haben, die Sie integrieren können und die dokumentierte Schnittstellen bieten, um Ihnen das zu erlauben, sowohl aus der Governance-Sicht der IT heraus, als auch aus der Anwenderperspektive heraus, wie aus einem Prozess, wie aus einem Guss zu haben. Jetzt haben wir super viel über alles erzählt, was wir gemacht haben und was uns das Ganze gebracht hat. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, okay, das würde mich interessieren, das würde ich gerne ausprobieren. Christina, wie können die das machen? Ganz einfach mit unserer 8 Wochen kostenfreien Testphase. Also wenn Sie jetzt mal sagen, das, was der Philipp da gesagt hat, das trifft auch auf mein Unternehmen zu und ich würde das gerne auch ändern und mal einfach ausprobieren. Sie können über den Develop Store gehen, wählen dort einfach die Develop Sign Applikation aus, klicken auf das 8 Wochen kostenfreie Buchungssystem und können die Software 8 Wochen lang kostenfrei ausprobieren, ohne Risiken und Verbindlichkeiten. Das läuft nach 8 Wochen einfach aus, wenn Sie es nicht proaktiv verlängern. Das kann ich bestätigen. So viel von uns beiden. Philipp, dir vielen lieben Dank für die spannenden Insights, die du uns heute mitgebracht hast. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, bei euch das Projekt umzusetzen. Und die Reise wird ja noch weitergehen, wie ich gesagt habe. Wir freuen uns. Vielen herzlichen Dank.
Und ich sage euch beiden ganz herzlichen Dank, Christina Thesing und Philipp Wiesauer von der Wart und Klein Grant Thornton AG. Ich glaube, im Onboarding neuer Mitarbeiter braucht ihr alleine 8 Wochen, um den Firmennamen richtig aussprechen zu lernen. Ja, sehr gut. WKGT. Vielen herzlichen Dank euch beiden für diese tiefen Einblicke. Und Sie haben gesehen, wie sinnvoll es sein kann, auf die digitale Signatur, vor allem wenn es eine qualifizierte elektronische Signatur ist, umzusteigen.